einerseits gibt es die, ich sage es mal, die strategische Komponente von künstlicher Intelligenz und es gibt eher diese operative Dimension. Die strategische, die basiert darauf, dass Staaten, Nationen über künstliche Intelligenzprogramme, ja, ich sage jetzt mal, Machtprojektionen ermöglichen können. Ja. Die Vereinigten Arabischen Emiraten haben sogar unterdessen ein KI-Ministerium. Ich weiß nicht, was die dort machen, aber sie haben ein Ministerium. Ja? Die DOD, also Department of Defense in den Vereinigten Staaten, haben ein Joint Artificial Intelligence Center, ja? Wo sie ganz stark auch die Beziehung zur Wirtschaft fördern, ja? Und damit auch neue Realitäten schaffen können. Ja? Indien verfolgt ein KI-Programm, das KI Garage heißt. Ja? Und damit wollen sie KI für die dritte Welt schaffen. Aber es gibt dann noch eine operative Dimension. Und diese operative Dimension besteht darin, dass man heute, und ich glaube, Infrastrukturen sind nicht ganz unentscheidend bei diesem ganzen Spiel, ja, wenn wir von Digitalisierung sprechen, gezielt Infrastrukturprojekte vorantreibt. Wer Kontrolle über Infrastruktur hat, hat auch letztlich Kontrolle über Inhalte. Die Chinesen versuchen, die Hoheit dafür zu erlangen, was 5G ist. Ja, und damit auch Standards setzt und damit auch ihre Werte mitverkörpern können. Ja.